Herzlich willkommen zu unserem TBA-TV, diesmal für den Monat Januar. Wir haben uns heute getroffen bei Robert in der Küche. Genau. Weil draußen kommt der Regen waagerecht geflogen. Ein sehr windiger Januar bisher, muss man sagen. Was aber dem zu Schulden kommt, wie sagt man? Dem zu Schulden ist, genau. Dass wir es recht mild haben und deswegen auch die ganze Zeit fahren konnten, wenn denn nicht gerade so ein Sturmtief durchgerutscht ist. Und deswegen hat man eine ganz gute Hechtfischerei, war sowohl stückzahlmäßig als auch von den Fischgrößen ansehnlich. Und da haben wir am Ende mal einen kurzen Zusammenschnitt. Winterlichen Aufnahmen von unseren Hechten. Sah zwar meistens nicht so nach Winter aus, ne? Wir hatten ja zwischendurch ganz gute Temperaturen wieder, aber zum Schluss, bevor ich dann weggefahren bin, war es dann auch mal wieder so an der 0-Grad-Grenze. Das gab's. Also wir hatten auch kalte Abschnitte, das wird jetzt auch wieder. Ne? Zum Anfang Februar haben wir jetzt auch eine kleine Delle. Wollen wir hoffen, dass die Kälte sich ein bisschen zurückhält. Die ist nicht weit weg und dass wir im Februar da ganz gut dran anknüpfen können. Jetzt haben wir noch ein Event gehabt. Im Januar, das war unser Angelcenter Kassel Big Bait and Jerkbait Treffen, was ein toller Erfolg war, war gut gebucht, wir hatten ganz viele Leute aus ganz Deutschland, haben sich getroffen, Angelcenter Kassel mit Patrick Fleischer war mit vor Ort, hat also auch ordentlich was ins Köderpaket gepackt und seine Special-Köder, seine Sonderfarben haben richtig gut geliefert, sowohl der Pink Perch als auch der Salt and Pepper und die neue Farbe Motoröl. Und das ist schon eine Farbe, die kann man haben, also die sollte man haben. Ja. Ja. Habt ihr da viel gefilmt bei der? Da haben wir auch ein bisschen was gefilmt und auch, das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und da bin ich gespannt drauf. Gut gefangen damit, weil wir hatten trüberes Wasser. Durch den vielen Wind im Herbst hatten wir ja eher recht klares Wasser. Mhm. Da war das also kein Regen, wenig Wind hat dazu geführt, dass die Botten immer sauberer, immer klarer wurden. Was wir vom Prinzip ja gar nicht so schlecht finden, aber es war schon wieder zu viel des Guten. Deswegen haben die Fische dann unsere Köder eher gesehen und jetzt ist es wieder so gewesen, wie wir es eigentlich kennen, dass wir trüberes, angetrübtes Wasser haben und uns aufgehellteres Wasser suchen. Ich denke, so optimal ist immer so 1,50 Meter Sichttiefe. Das ist also leider so. Schemenhaft noch den unten den runterkennen genau. Kann, dann passt das eigentlich immer ganz gut. Genau. Ich habe es ja leider ganz knapp verpasst, das Treffen. Ich war ja dann schon auf dem Weg nach Costa Rica, aber dazu später mehr. Genau, das ist unser nächstes Thema. Vorher gucken wir uns noch den Zusammenschnitt vom Angelcenter Kassel Big Bait Treffen an. Viel Spaß dabei. Film ab. Thank you.
Ja, sah ja ganz gut aus. Ne, habe ich ja leider verpasst und ihr hattet ja auch einen extra Chat gehabt. Von daher habe ich auch gar nicht so viele Fangbilder mitgekriegt. Stimmt, ja. Das muss man immer mal gucken, dass man dann den Chat ein bisschen erweitert, um die dann auch mal gerne mit reingucken wollen. Aber du hast ja schon angekündigt, du warst ja mal wieder in Tropen unterwegs. Also unser Robert ist eigentlich, fliegt von einem Ende der Welt zum anderen Ende und immer hin und her. Ne? Ja, ist auch ganz witzig, weil ich bin jetzt letzte Nacht um 2 bin ich wiedergekommen aus Costa Rica. Um 6 bin ich gleich wieder aufgestanden, habe meinen Sohn für die Schule fertig gemacht, Brotdose gemacht, was man halt so als Papa macht frühmorgens. Ne? Bin dann zum Sport und ja, dann ein bisschen hier rumgegruschelt, dann kam Matze schon. Jetzt also für 4 Stunden Schlaf hat er nicht mal tiefe Augenringe. Also ich würde schlimmer aussehen. Also er sieht ja eigentlich gar nicht schlimm aus, weil das ja, hat er gut. Das Jetlag, ist die Routine. Das Jetlag gleich gut bekämpft. Genau. Und wie war denn Costa Rica? Ja, war mega, gerade was die Offshore-Fischerei angeht. Den Film dafür gibt es dann beim Stefan Seuss auf dem Videokanal, weil der hat uns nämlich begleitet. Ne? Stefan, der alte Schlammpalzker. Ja, der ist den Welsen mal ein bisschen untreu geworden und hat mit uns mal eine Salzwassertour nach Costa Rica gemacht. Und deswegen schneiden wir jetzt hier wahrscheinlich nur mal das ein oder andere Bild darunter, weil wir hatten wirklich alle Hände voll zu tun mit Filmen etc. pp. Ich guck mal, was ich noch so rausfinden kann aus dem ganzen Material, wenn ich dann heute Abend mal Aufmaß mache, aber ansonsten schneiden wir einfach ein paar Bilder drunter, dass ihr ein paar Eindrücke kriegt. Also tolle Mahi-Mahis, das war eigentlich der Highlight der Tour, ne? Muss man so genau, sagen. Genau. Also ja. Offshore war wirklich mega Mahi-Mahis, teilweise einer am Band und 5-6 Stück kamen noch hinterher. Richtig große Fische gefangen, also habe ich so persönlich auch noch nicht gesehen, ne? Also so richtig so eine hohen Köpfe hier bei den Mahis und keine Ahnung, wie lang die waren, man verschätzt sich da ja auch immer, aber also ich glaube 1,50 Meter bei den größeren ist nicht untertrieben. Oder übertrieben. Ne? Dann hatten wir Sailfish gefangen beim Trollen. Marlin hat leider nicht geklappt, haben wir keinen hochgekriegt. Wir haben jetzt aber auch das Schleppen nicht über alle Tage ausgedehnt. Thunfische haben wir gefangen, richtig geile Yellowfins. Die waren auch ganz ordentlich. Was waren die so 40 Kilo Klasse? Oder? Genau, Stefan hatte den größten gehabt, war so 40, 45 Kilo. Mhm. Ich hatte noch einen so von, naja, auch in der Größe so 35 beim Werfen. Dann hatten wir auch noch ein paar kleinere. Also das hat auch richtig gut funktioniert und wir haben auch mega geile Aufnahmen mit der Unterwasser-GoPro gemacht vom Delfinschwarm und wo drunter dann, wir haben einmal im Drill haben wir die Yellowfin-Wand hinter dem Fisch gesehen und unter den Delfinen haben wir sie auch filmen können. Da bin ich gespannt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wasser so brutal klar war, da hat man erstmal gesehen, an wie vielen Fischen eigentlich man so vorbei angelt und dann fängt man 3-4 Stück und denkt sich, da sind ja nicht so viele, aber da waren Hunderte. Keine Ahnung, also es war brutal. Mein Freund Herbert hat immer gesagt, wir fangen nur die Gierigen und die Doofen. Ja, die anderen, die sehen wir alle nie. Ja, und war schon ganz großes Kino. Inshore-Fischerei hat nicht ganz so gut geklappt. Also, dann haben wir uns ein bisschen schwer getan. Haben trotzdem einen Abend, einen mega Rusterabend gehabt. Da sind wir, haben wir innerhalb von 1,5 Stunden 6 Stück gefangen und hatten noch ewig viele hinterher verloren. Also das war schon heftig gewesen. Hat auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht und Costa Rica, wenn es auch nicht das günstigste Reiseziel ist, aber auf alle Fälle eine Reise wert. Ich habe es ja schon mal in einer anderen TBA-TV-Folge gesagt, für den Juli letzten Jahres, wo ich nämlich da auf Testtour unterwegs war, um meinen neuen Partner dort vor Ort zu treffen. Es gibt kaum ein Land, was mich auch landschaftlich so wirklich so gereizt hat oder so abgeholt hat, weil wenn man Jurassic Park gesehen hat, den Film, dann fehlen eigentlich nur noch die Dinosaurier und dann kann man sich Costa Rica ungefähr so vorstellen. Ne? Also der Dschungel da ist wirklich flächendeckend, sieht man wirklich nur noch selten auf der Welt, außer vielleicht in Ecuador am Amazonas. Ne? Aber war eine gute Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Mit unser reisender Robert. Ne? Und wir müssen mal wieder den Rahmen ein bisschen... Stimmt. Finden. Wir gucken noch auf die Forellenfischerei, weil wir hatten jetzt schon eine ganz gute Forellenfischerei und man muss sagen, dass wir auch sehr gute Forellen, also große Forellen wieder dabei waren. Ich habe lange nicht mehr so viele 70-plus Forellen, wenn man so im Buschfunk hört oder auch die wir selber gefangen haben und sind schon End 60er, Anfang 70er richtig gut mit dabei. Auch Stückzahlen haben teilweise gut geklappt. Unser Krischi hat da mal ein paar Aufnahmen, die können wir jetzt vielleicht mit runterschneiden. Und wir sind in den Vorbereitungen auch für die Lachsfischerei. Ne? Also das Lachsangeln hat es ja nicht so einfach gehabt in den letzten Jahren. Durch das Limit mit dem geklippten Fettflossen, ne? Da hatten wir ja schon mal drüber berichtet. Also wir dürfen nur Fische mitnehmen, die keine Fettflosse haben. Das haben wir auch dieses Jahr. Trotzdem starten wir recht optimistisch in die Lachsfischerei, haben ein paar Boote ausgerüstet damit und starten so richtig im März, April.
Na, da haben wir auch schon eine ganze Menge Buchung. Ein paar Plätze sind noch frei. Und mixen das mit einer Meerforellenwurftour. Ne? Die Zandertouren kommen noch mit dazu. Das ist so das fürs Frühjahr, der etwas weitere Ausblick. Und jetzt im Februar haben wir jetzt noch einen klassischen Hechtmonat. Also ich denke, dass wir jetzt auf Hechtfischen werden. Haben auch die Schweden kommen wieder, ne? Und haben auch viele deutsche Gäste und fischen also jetzt noch den letzten Monat auf Hecht. No, ich wechsle dann auch gleich heute meine Badehose und morgen bist du wieder in, am Start. Ins Uzifu, ins Warme, in den Fließstrampler und bin morgen auch wieder am Start. Also na, kurzer Wechsel. Kein Schnupfen, ne? Hat ja im November auch gut funktioniert. Genau, klappt schon. Klappt schon, wir sind hart im Nehmen. Ist es umgekehrt, Ende des Monats geht es dann für mich mit der Gruppe nach Panama, machen wir eine Panama-Tour. Freue ich mich auch ganz doll drauf, weil die letzte Tour vor Corona war ja, sind wir in Panama gerade so weggekommen. Na, also mit dem letzten Flieger da rausgekommen. Ja. Und da. Ich bin vorher noch im Oman, also gibt es reichlich Salzwassermaterial in der nächsten Folge. Und da sehen wir uns wieder. Viel Spaß beim Angeln. Geht einfach mal raus, geht ans Gewässer und am besten kommt da mal vorbei, weil unter bottenangeln.de sind noch freie Termine. Und wenn ihr bei Roberts Tropentouren mitfahren wollt, müsst ihr schon ein bisschen weiter voraus. Aber gibt es auch immer mal kurzfristig einen Termin. Genau, hatten wir jetzt gerade gehabt. Ne? Ja, eine kurzfristigen Ausfall. Aber das wird dann schon gegessen sein, wenn die Folge erscheint. Aber immer mal vorbeischauen oder einfach für den Newsletter eintragen auf getaway-c-angling.com. Und dann seid ihr informiert. Und wenn es mal wieder losgeht, dann ihr könnt euch auch auf der Seite unter geplante Touren die freien Termine angucken für die gemischten Gruppenreisen. Und ansonsten einfach melden. Dann machen wir was draus. Genau. Petri, hi. Bis demnächst. Bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.